Willkommen zur sechsten Vorlesung. Modellierung von Strömungen oder Modellierung von Strömungsproblemen? Okay, ich habe den Namen der Veranstaltung schon wieder vergessen. Wir haben letztes Mal uns beschäftigt mit der wandnahen Theorie, also mit der Grenzschichttheorie, wollte ich sagen. Und am Abschluss der letzten Veranstaltung haben wir nochmal die Stromfunktion eingeführt. Es wäre jetzt schön, wenn auch der Stift mitmachen würde, dem jetzt der Rest sich entschieden hat, mitzumachen. Okay, langsam kommen wir der Sache näher. Also, wir hatten das letzte Mal, ich muss mich ein kleines bisschen hochfahren, sorry für die, also sie sind ja auch nicht alle pünktlich. Also, wir haben das letzte Mal damit aufgehört, die Stromfunktion in 2D einzuführen. Wir hatten gesagt, die Stromfunktion ist irgendein Vektor Psi, und diesen Vektor haben wir jetzt hier vereinfacht, dass wenn wir in 2D sind, dann ist diese Stromfunktion in der dazu senkrechten Richtung, also haben wir den Vektor 0, 0 Psi, und dann ist eben das der Curl, wie sagt man, die Rotation dieses Vektors ist dann eben genau d nach dx1 von Psi und hier minus dx2 nach Psi und hier unten 0. Also das heißt, das können wir gleich schreiben, das ist die Geschwindigkeit u1 und das ist die Geschwindigkeit u2. So hatten wir das am Abschluss der letzten Vorlesung, also soweit sollten wir, das sollten Sie das letzte Mal noch dabei gehabt haben. Jetzt haben wir das, also der Grund, warum wir das jetzt hier an dieser Stelle eingeführt haben, ist, weil wir eine vereinfachte Sichtweise auf unsere Grenzschichtgleichung haben wollten. Die Grenzschichtgleichung ist eine vereinfachte Navier-Stokes-Gleichung, also die Brandt-Ohlsche Grenzschichtgleichung, die wir quasi reduziert haben auf eine Komponente parallel zur Wand und eine Komponente senkrecht zur Wand. Ja, wobei die Komponente senkrecht zur Wand eben, also so, dass es quasi nur noch eine zweidimensionale Gleichung ist, wo noch alle möglichen anderen Terme mit rausgefallen sind, weil die eben als klein anzunehmen waren. So, das heißt aber, wir haben immer noch eine Differentialgleichung, obwohl wir die Spannweitenrichtung weggenommen haben, also die Richtung senkrecht zu den beiden anderen Richtungen weggenommen haben, haben wir immer noch drei abhängige Variablen, nämlich die Geschwindigkeit senkrecht, die Geschwindigkeit parallel und eben der Druck. Und wir würden jetzt gerne das versuchen, unsere ursprünglichen Grenzschichtgleichungen in eine eindimensionale Gleichung, also in eine gewöhnliche Differentialgleichung zu übertragen, weil sie ist ja immer noch eine partielle Differentialgleichung, weil gewöhnliche Differentialgleichung, da haben wir viel bessere Möglichkeiten, die zu lösen. So, und jetzt haben wir gesehen, dass eine zweidimensionale Strömung, ja, das ist eben das Besondere einer zweidimensionalen Strömung, einer zweidimensionalen inkompressiblen Strömung, ja, die kann man auch darstellen durch so ein Vektorpotenzial, das nur noch aus einer Komponente besteht. Ja, weil sozusagen also nur noch in der dazu senkrechten Komponente. Und damit können wir jetzt U1 und U2 beide durch nur eine Größe ausdrücken. Nämlich beide
eben als Ableitung von Psi. Das ist der Grund, warum wir das so gerne hätten. So, jetzt machen wir noch eine weitere Sache, nämlich der Druck. Und der Druck, von dem gehen wir jetzt, der Druck ist etwas schwierig loszuwerden im Allgemeinen, aber es gibt den speziellen Fall, dass es einfach keinen Druckunterschied in der Grenzschicht gibt, und von dem gehen wir jetzt aus. Also wir nehmen die Grenzschichtgleichung bei konstantem Druck. Das heißt also, die Ableitung des Drucks wird dann hier rausfallen. Das heißt, wir hätten hier dp nach dx1. Also x1 ist die parallele Richtung. x1 ist die parallele Richtung und x2 ist die dazu senkrechte Richtung. Wir haben schon festgestellt, also wenn Sie sich die Gleichung vom letzten Mal, ich habe es jetzt in der anderen Datei, deswegen kann ich jetzt nicht so gut zurückblättern wie Sie hoffentlich, sich angucken, da hatten wir schon festgestellt, dass sich die zweite Gleichung reduziert auf dp nach dx2 ist gleich 0. Ja? Also das war sowieso schon, und jetzt haben wir den anderen Fall ebenfalls. So, die Grenzschichtgleichung in dem Fall, also wenn wir jetzt, also wir hatten drei Grenzschichtgleichungen, ja? Eine war sozusagen noch die Impulsgleichung für U1, die Gleichung. Wir hatten die U2-Impulsgleichung, die sich reduziert hat auf dp nach dx2 ist gleich 0. Und dann hatten wir noch die Kontinuitätsgleichung, also dass die Divergenz von U auch gleich 0 ist. Das waren diese drei Gleichungen. So, p haben wir jetzt rausgenommen, und dass die Divergenz 0 ist, haben wir sozusagen durch unsere Stromfunktion jetzt hier schon vorgegeben. Ja? Das heißt, wir müssen uns jetzt erstmal nur noch um eine Gleichung kümmern. Und diese Gleichung, die jetzt noch übrig bleibt, wenn wir den Druck rausgenommen haben, das ist U1 mal U1 nach dx1. Also das hier ist der Konvektionsterm, der sich so darstellt, U1 nach dx2 ist gleich, und drüben haben wir noch den Diffusionsterm dx, okay, ich schreibe das mal etwas schöner hin, also zweite Ableitung nach dx2. Ja, also das ist jetzt die Gleichung, die noch übrig bleibt. So, und diese Gleichung, in dieser Gleichung ersetzen wir jetzt unser U1 und U2, was ja jetzt alleine noch übrig ist, durch diese Stromfunktion, und haben dann nur noch eine Differentialgleichung in einer Komponente. Also nur noch eine Differentialgleichung. Also wir hätten jetzt hier vorne das U1, also was wir jetzt verwenden, ist das da oben. Ne? Also wir ersetzen einfach das U1 durch d Psi nach dx2. Was habe ich denn hier? Entschuldigung. Ha. Okay, ich habe das hier falsch abgeschrieben. Sie müssten es das letzte Mal schon richtig gehabt haben, ja? Kreuzprodukt. Okay, gut. Wissen Sie, immer wenn ich irgendwelchen Blödsinn mache, schreien Sie einfach rein und sagen, Sie haben sich schon wieder verschrieben. Ja? Also hier oben ist es x1 und x2. Genau, so rum ist es. Richtig. Das ist der immer versucht, weil man als erstes immer die 1 schreibt und als zweites, aber das ist ja ein Kreuzprodukt, ja, und das ist das, was beim Kreuzprodukt übrig bleibt. Genau, deswegen ist Psi nach x2 abgeleitet, das ist U1, und jetzt haben wir noch U1 nach x1 abgeleitet, das heißt, wir müssen jetzt einmal nach x1 ableiten und einmal nach x2. Die Reihenfolge spielt hier keine Rolle. Dann kommt u2. U2 ist minus Psi nach x1 abgeleitet. Ja? Also kommt hier ein Minus davor. D nach dx1 v1
vom Psi. Und jetzt leiten wir hier ja U1 nach X2 ab, also leiten wir es jetzt zweimal nach X2 ab und hier kriegen wir wieder Psi. Und muss das nicht minus Psi werden? Nee, weil das da oben ist. Also das da ist ja U, das ist ja U1. Also, Entschuldigung, wir reden ja über U1, wir reden ja hier rüber, ja? Also über dieses U1. Und dieses U1 ist dpsi nach dx2. Ja, deswegen wird das hier insgesamt zweimal nach dx2 abgeleitet. So, auf der anderen Seite haben wir wieder die Viskosität. So, und jetzt ist das wieder U1, ja? Und die eine Ableitung, es wird jetzt eben zu einer Ableitung mehr und dann kriegen wir die dritte Ableitung davon nach x2, psi. So, jetzt, okay, ich gebe mal der Gleichung hier die Nummer 6.1. So, also das ist diese Gleichung. Wir hatten, und die versuchen wir jetzt zu lösen. Also die ist natürlich immer noch irgendwie furchtbar. Sie ist immer noch eine partielle Differentialgleichung, weil wir leiten ja nach unterschiedlichen Richtungen ab. Ja? Das ist immer noch sozusagen, wir sind immer noch nicht da, wo wir jetzt hinwollen. Was wir jetzt machen, ist ein sogenannter Ähnlichkeitsansatz und wir bauen hier unser Wissen, das wir über die Geschwindigkeit schon haben, oder über die Grenzschicht schon haben, bauen wir jetzt hier ein. Also wir hatten letztes Mal festgestellt, aus reiner Dimensionsanalyse, wie die Grenzschicht anwächst. Also wir wissen, dass die Grenzschicht mit der Wurzel, also die Grenzschichtdicke, die wächst mit der Wurzel x1 an. Okay, das ist so eine klassische Sache, die, wenn Sie mal irgendwo später sagen, Sie haben irgendwo Flutmechanik gelernt, die Sie dann wissen sollten, ja, die Grenzschichtdicke Laminaanfall wächst mit der Wurzel der Länge hier an. So, das heißt also, irgendwie muss diese Eigenschaft in diesem Psi hier mit drin vorkommen und wir machen jetzt diesen Ansatz, dass wir sagen, das Psi ist, also wir nehmen diesen Teil, den wir schon wissen, den nehmen wir jetzt hinaus, ja? Und sagen, der Rest soll sich dann quasi, ja, unabhängig davon verhalten. Also wir nehmen diesen Teil hier raus. Jetzt bauen wir uns irgendeine Funktion zusammen. Ja, es kann jetzt noch sein, dass es irgendeine Konstante gibt, mit der wir das multiplizieren müssen. Nennen wir sie mal C1, ja, weil ich einfach nichts anderes weiß. Und jetzt kommt irgendwie eine Funktion. Und diese Funktion soll jetzt von einer Sache abhängen, die mehr oder weniger unabhängig ist von der Entfernung, die wir uns zurückgelegt haben auf unserer Platte. Wir sind ja immer noch an, sozusagen, wir gucken uns ja die Grenzschicht an der Platte an und das können wir dadurch darstellen, dass wir das x2 durch Wurzel x1 aufstellen und das nochmal mit
2 multiplizieren. Ich weiß, das ist jetzt gerade verwirrend. Ich sage gleich was dazu. Also dieses Ding hier, das hier soll dimensionslos sein. Das f mache ich irgendwie dimensionslos. Damit das dimensionslos sein kann, brauche ich natürlich noch irgendwie eine Konstante. Ne? Deswegen habe ich die jetzt irgendwie da draußen gelassen. Und dieses C1, C2 sollen irgendwelche Konstanten sein. So. Also, wie komme ich jetzt auf diese komische Wahl hier? Ja? Vielleicht hätte ich es etwas besser erst motivieren sollen, aber die Motivation ist sozusagen das hier. Also dieses Delta, also die Grenzschicht, Delta ist unsere Grenzschichtdicke. Ja? Und Delta wächst an mit Wurzel x. Ja? Wenn Delta mit Wurzel x anwächst, dann ist Delta durch Wurzel, Wurzel x1. Ja? Also, okay, wenn ich hier immer x sage, es ist leider so, je nachdem, was man gerade behandelt, ob man gerade Tensoren macht oder Grenzschichttheorie macht, gibt es unterschiedliche Nomenklaturen, wie das normalerweise ausgedrückt wird. Die Grenzschichtsnomenklatur benutzt immer x und y. Immer, 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 immer. Wir haben jetzt hier angefangen mit der Tensornotation und haben es x1 und x2 genannt. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen dadurch einen Gefallen tue, dass ich die jetzt hier weiterverwende, weil wenn Sie irgendwo anders reingucken, werden Sie nur x und y lesen. Ja? Also es ist immer, y ist immer die Senkrechte und x ist immer die Parallele. Das ist immer so. Hier, deswegen bin ich selbst etwas da drin in Verwirrung. Also x1 ist x und x2 ist y. Ja? So, also, diese Dinge hier sind konstant. Das ist konstant. Das heißt, dass wir jetzt ein f von einem Eta, ja, definieren können, wobei dieses Eta eben x2 durch Wurzel x1 mal irgendeine Konstante 2 ist. Das ist jetzt selbst, dieses Ding ist selbst ähnlich. Also, Idee ist die folgende. Ja? Wir skalieren diese Funktion der Höhe, also diese Funktion, dieses x2, das ja die Höhe über der Platte uns angibt oder über der Grenzschicht der Wand, ja, das skalieren wir quasi mit der Dicke der Grenzschicht. Ja. Also das heißt, die Grenzschichtdicke nimmt zwar immer weiter zu, aber wenn wir skalieren diese Größe hier eben so, dass die Grenzschicht immer auf den gleichen Bereich von der neuen Variable Eta zusammengezogen ist. Und gehen jetzt davon aus, wenn das alles funktioniert, und es wird hoffentlich funktionieren, dass wir das dann hier unabhängig von dem Ort, an dem wir die Grenzschicht auswerten, hier diese Funktion f haben werden. F von Eta. Ja? Also die Grenzschicht wächst zwar an mit Wurzel x, aber das Profil der Grenzschicht wird sich immer gleich verhalten. Also das heißt, mal sehen, ich schreibe nochmal einen Satz hier auf. Das heißt, für gleiche Werte von Eta muss sich die Funktion gleich verhalten.
So, wir müssen die Funktion noch dimensionslos, also wir machen noch die Funktion komplett dimensionslos, indem wir auch ihr Argument funktionslos, dimensionslos machen. Also damit die Funktion nicht funktionslos ist. Damit die Dimension funktionslos ist. Meine Güte. Der Mensch braucht mal Urlaub, oder? Also damit die Funktion dimensionslos ist, das könnte man auch klein schreiben. Muss auch das Argument dimensionslos sein. So, das bedeutet, also wir haben hier irgendwie uns was vorgegeben, ja, also x2 durch Delta x2, um eben x2 durch Wurzel x1. Langsam reden. Ja, x2 durch Wurzel x1. Ja, das ist ja irgendwie hier unser Eta. Ne? Also das geht in eine Konstante 2 rein, also wird mit einer Konstanten 2, C2 multipliziert. Und das muss die Einheit 1 haben, damit das, was reingeht, nicht irgendwie davon abhängt, in welchen Einheiten wir das gemessen haben. So, daraus können wir jetzt natürlich schlussfolgern, relativ einfach, was C2 für eine Einheit überhaupt haben muss. Also C2 durch C2 x2 durch Wurzel x1. Ich rede langsamer, vielleicht rede ich dann richtiger. Ja? Mal, das ist ja das hier, mal die Einheit von C2. So, das hier hat offensichtlich die Einheit Wurzel m mal c, die Einheit von c2 ist 1. Das heißt, die Einheit von c2 muss m hoch minus 1/2 haben. Ja, also damit die ganze Geschichte verschwindet. So, jetzt brauchen wir irgendwas innerhalb der Grenzschicht, was diese Einheit hat. Da muss man sich jetzt nach Pi-Theorem, wir haben ja festgestellt, dass Sie Pi-Theorem irgendwann schon kennengelernt haben, muss man sich Gedanken darüber machen, welche Einflussfaktoren existieren denn überhaupt für die Grenzschicht. Also, Einflussfaktoren für die Grenzschicht. Offensichtlich hat die Viskosität einen Einfluss auf die Grenzschicht, weil wenn wir keine Viskosität haben, wie in der Euler-Gleichung, dann haben wir auch keine Grenzschicht. Ne? Also, sie kann sozusagen von nü muss sie abhängen. Und wovon kann sie noch abhängen? Wann haben wir noch keine Grenzschicht? Wenn wir keine Geschwindigkeit haben, wir brauchen eine Geschwindigkeit, also sonst gibt es keine Grenzschicht. Also von nü und u unendlich, davon kann sie abhängen. Also, daher machen wir jetzt Dimensionssalat, also diejenigen, Dimensionssalat ist das, was ich immer an der Klausur dran schreibe, wenn es nicht richtig war. dann schreibe ich Einheitensalat. Also, wie geht man da vor? Also, man hat seine Einflussfaktoren, ja, also Vorgehen von Eta-Theorem, Pi-Theorem, Wieso schmeiße ich heute sämtliche Buchstaben durcheinander?
Also, Äthertheorem hatten wir ja keins. Das ist in einer anderen Vorlesung. So, es muss ja irgendeine Kombination von Nü und von U muss C2 ergeben. Ja? So geht man da ja vor. So, und also irgendein Exponent A und B. Und jetzt müssen wir nur noch sozusagen unsere Einheiten festlegen. Wir wissen, es muss einheitenkonsistent sein. Das heißt also, die Einheit von Nü hoch A, U hoch B muss ja sein, M hoch minus 1/2. Ne? So, was Nü ist, wissen wir an Einheit. Was hat Nü für eine Einheit? Was haben alle Diffusionskoeffizienten für eine Einheit? Die Frage, wenn Sie bei mir in eine mündliche Prüfung kämen, dann wäre das eine typische Frage, die sofort beantwortet. Meter Quadrat durch Sekunde, genau, so soll das sein. Alle Diffusions, also Sie haben, es gibt so Dinge, die eigentlich auf Diffusion zurückgehen, aber die man so ein bisschen modifiziert, so Wärmeleitung und dynamische Viskosität. Ja? Das ist eigentlich auch Diffusion, aber da ist noch irgendwas anderes dran multipliziert. Diffusion selbst hat immer Quadratmeter pro Sekunde, also warum, weil es ist quasi eine Länge, die Sie mit einer Geschwindigkeit sich zurücklegen. Ja? Also denken Sie mal, das ist mittlere freie Weglänge mal Schallgeschwindigkeit. Also das heißt Meter mal Meter pro Sekunde. Ja? So, und Geschwindigkeit hat offensichtlich, also das hier hoch A, und Geschwindigkeit hat offensichtlich Meter pro Sekunde hoch B. So, und das muss ja sein, also immer noch M Meter hoch minus 1/2. So, was bedeutet das für unsere Einheiten? Also ich hoffe, das ist jetzt alles gar nichts Neues irgendwie für Sie, oder wenn doch, dann vielleicht ist es trotzdem gut, dass wir uns das angucken. Also Meter taucht ja hier auf in dieser Gleichung. Mit welchen Exponenten? Hoch 2 und hoch 1. 2a plus b. Genau. So, und Sekunde taucht hier auf mit minus a minus b. Und minus b, und das ist gleich Meter hoch minus 1/2 und Sekunde hoch 0. Ja? Also, das übliche Vorgehen, das gibt uns jetzt hier diese beiden, ich sage immer das übliche Vorgehen, aber, also ich gehe, mach mal schon irgendwo, oder? Das da. So, Dimensionsanpassung. Ja? So. Also machen wir in irgendeinem Fach, oder? Es ist nicht so kompliziert, ja, also genau, es ist, also man sollte es eigentlich machen, weil es ist eigentlich, ich meine, es ist so simpel und es hat so viele nützliche Anwendungen, ja. Also zum Beispiel hier über die Sekunde sieht man dann halt eben, dass offensichtlich a gleich minus b sein muss, ja. So, und weil halt keine Sekunde vorkommt, und das bedeutet dann aus der anderen Gleichung, dass b, da sehen wir, b nach b auflöst, hat man plus 1/2 das sage ich jetzt hier irgendwie blöd. Okay. Ich glaube, das kann ich nicht ablesen, müssen wir halt neu rechnen. Also b ist 2a, okay, deswegen. Okay, dann machen wir es mal andersrum. Also wir kriegen hier minus 2b plus b ist minus 1/2. Ja, dann ist b offensichtlich
1,5. Okay? So, und das bedeutet dann, wir können dann hinschreiben, dass C2 ist dann, also dann ist A ist dann gleich minus 1,5 offensichtlich, weil es war ja minus B. Also dann ist das hier offensichtlich C ist nü hoch minus 1,5 und U unendlich hoch 1,5. Und das bedeutet dann halt, dass es Wurzel ist aus U unendlich durch nü. Okay, also so funktioniert das. Ja? Okay. So, dasselbe machen wir für dasselbe in grün. Dasselbe für das, unser C1. Was war das C1? Also wir müssen wissen, was ist Psi? So, was ist die Einheit von Psi? Wenn wir Psi nach einer Länge ableiten, kommt eine Geschwindigkeit raus. Also Meter hoch 2 pro Sekunde. Okay, schon wieder die gleiche Einheit wie eben. So, und das soll jetzt offensichtlich irgendwas sein, was Wurzel, also das f, haben wir ja gesagt, ist dimensionslos. Das heißt, hier haben wir einmal Wurzel aus x1 mal c1. Das heißt, das c1 muss sein Quadratmeter pro Sekunde und Wurzel m, okay, also ja. Wie schreibt man das am schönsten hin? M Wurzel m hoch 3 durch, okay, ist das schön? Ich weiß nicht. So, schreiben wir es so hin. So, und das, also das hier, dieses m hoch 3 durch Wurzel s hoch 3, das ist ja auch wieder abhängig von unseren beiden Dingen hier. Das ist dann m hoch 3 halbe s hoch minus 1. Ja, warum habe ich das eigentlich so hingeschrieben? Keine Ahnung. So, hier haben wir m. Ja, okay, wir haben ja das Gleiche wie vorher. Ne? Also genau das Gleiche wie vorher. Mal s minus a minus b. Also da haben wir das Gleiche, plus das ist natürlich gleich etwas anderes. Ja? Also das heißt, wir hätten hier jetzt 3 halbe ist 2a plus b und minus 1 ist minus a minus b. So, das hieße jetzt, dass man daraus schließen kann, dass das a gleich 1 minus b ist. Und dann können wir das hier einsetzen. 3 halbe ist 2 minus 2b plus b. Also haben wir ja, okay, das gibt dann b ist gleich wieder 1,5 und a ist auch 1,5 und dadurch wäre jetzt unsere Stream-Function sähe dann so aus, ist eine Funktion von x1 und x2 und ist eine Wurzel aus x1. So, jetzt haben wir hier 2 mal 1,5, das heißt nü u unendlich f von x2 u unendlich nü x1. So, das ist letzten Endes die Funktion, nennen wir sie 6,2, die Funktion, die wir jetzt zu bestimmen haben.
Und in dieser Geschichte nennen wir jetzt Eta x2, also wir transformieren das auf Eta um. Eta ist dieser Zusammenhang. So, jetzt wird die Sache etwas komplizierter und deswegen werden wir jetzt unser Lieblingsspielzeug hier vornehmen. Also, jetzt machen wir, wir sind ja in der Vorlesung, die nicht Diskretisierung heißt, deswegen werden wir jetzt Mathematiker mal so verwenden, wie man Mathematiker normalerweise verwendet. Ja, vielleicht ist das ja ganz, ganz interessant für Sie zu sehen, was man damit machen kann. Und wenn Sie es weiter interessiert, dann sind Sie natürlich sehr willkommen, sich im nächsten Semester mit meiner Vorlesung über Computeralgebra zu beschäftigen. Also wir definieren jetzt unsere Funktion Psi als Funktion von x und von, war ich das? Ich war das. Sie waren das, gut. Also ich muss hier aufpassen, wenn hier irgendwie etwas verloren geht oder so. Sie haben eine Frage. Die Tafel um, das hier, Ansicht, so, hätten Sie es gerne so? Gut. Also, wir definieren jetzt diese Funktion, kann der mir mal irgendwie, ich hasse künstliche Intelligenz, reden einem irgendwie immer rein. Ja? Irgendwie habe ich gewusst, wie man so eine Wurzel schön macht, das habe ich vergessen. Okay, mache ich die Wurzel nicht schön. Also, wir können eine Wurzel immer so schreiben. Ja? Ich will immer in Latex schreiben. Also, nü ist unsere Viskosität mal u. Muss mal etwas hier weggehen, damit Sie mir auch mich verfolgen können. U infinity. Wenn Sie mittippen wollen, dann müssen Sie es natürlich nicht unbedingt so nennen, sondern Sie können den Dingen irgendwelche anderen Namen geben. Ja? Also die Wurzel hiervon mal jetzt eine Funktion f. So, y, wie Sie gerade festgestellt haben, habe ich diese Dinge jetzt tatsächlich x und y genannt. Ja? Okay. Beim Programmieren mache ich das jetzt mal so. Y ist die zweite Komponente mal die Square Root von u unendlich, nicht inf, u unendlich, geteilt durch nü und x. So, also definieren wir mal diese Funktion, die haben wir ja gerade hier gegeben. Jetzt hatten wir, sie waren mit dem Abschreiben hier durch, oder? Ja, also deswegen können wir jetzt nochmal zurückgehen zu der Gleichung 6.1. Ja, wir müssen die ja jetzt sozusagen in die Gleichung 6.1 einsetzen. Das können wir alles von Hand machen. Ja, Sie sehen ja, wie chaotisch ich bin. Und deswegen wird das wahrscheinlich jetzt schief gehen. Und wir lassen es Mathematiker machen. Also, wir bilden jetzt die... okay, wir müssen diese Gleichung hier eintippen. Das können wir machen, indem wir, also wir haben zuerst die Ableitung, Entschuldigung, habe ich Moment. Sorry. Partial Derivative, Steuerung unten, ableiten wollen wir jetzt nach y, x2 ist y, ja, und wir wollen ableiten Psi. Und Psi ist eine Funktion von x und y. Das müssen wir immer dazu schreiben, ja? Sonst geht das nicht. So, das war die erste Geschichte. Und dann machen wir hier eine zweite. Dann machen wir hier zwei Ableitungen. Das geht nach PD.
So, wir können einmal nach x ableiten und einmal nach y ableiten. Das machen wir mit einem Komma hier. Und dann kommt Psi von x und y. Na, genau, so, minus, weiß gar nicht, okay. Also der Grund, warum ich hier Klammern schreibe, ist, dass es hier, das ist, glaube ich, nicht notwendig, aber ich will halt sicherstellen, dass er nur die entsprechende Sache ableitet, ja. Es ist, glaube ich, nicht notwendig, er würde sie, glaube ich, nur auf das erste anwenden, aber ich bin da. Ich lasse es besser so. So, das zweite ist, ich tippe das jetzt nicht nochmal alles ein, ich kopiere das dahinter und ändere es. Sehr gefährlich, sollten Sie nie machen. Ja, ich mache es jetzt. So, ich spreche da aus Erfahrung. So, jetzt habe ich das, und dann haben wir hinten, ist das gleich, also Gleichheit stellen wir dadurch, dadurch dar, dass wir hier zwei Gleichheitszeichen setzen. So setzen wir eine Gleichung. Hier kommt jetzt μ, also die Viskosität, und da hinten kommt eine dritte Ableitung. Partial Derivative. Also dritte Ableitung nach y von Psi x und y. So, jetzt kann man einfach mal gucken, was er macht. Ja, also Sie sehen, wir haben diese Sache ja definiert, jetzt rechnet er uns das da irgendwie aus. Okay, also er macht diese Ableitung, das ist ganz praktisch. Also so hilft uns das noch nicht, wir müssen das noch irgendwie vereinfacht kriegen, deswegen schreiben wir Simplify davor. Simplify davor und dann kriegen wir diese Sache raus. So, okay, ich will ja nicht so wahnsinnig viel jetzt über Mathematiker reden, aber Sie stellen vielleicht schon fest, dass es etwas komisch ist, dass hier dass er diese Dinge hier teilweise nicht kürzt, ne? Und das liegt daran, weil wenn er kürzen würde, dann müsste er immer davon ausgehen, dass das alles ungleich Null ist und wenn irgendwas quadriert wird, dass es positiv ist. Jetzt ist es so, dass wir eigentlich wissen, dass diese Dinge alle positiv sind. Also wir wissen, dass, also wir betrachten uns nur den oberen Halbraum, ja, oder nur die obere Ecke, hier, wenn hier die Kante ist, dann geht x ist immer positiv, y ist immer positiv, die Viskosität ist immer positiv und die Geschwindigkeit geht in die Richtung. Diese Dinge sind alle positiv. Das müssen wir ihm jetzt leider, also vielleicht ist es auch gut so, ja, dass er das nicht automatisch annimmt, wir müssen es ihm halt mitteilen. Ja? Also wir machen hier Assumptions und diese Assumptions sind halt, dass x größer ist als 0, dass groß u, inf ist auch größer als 0, dann sagen wir y ist größer als 0 und die Viskosität ist größer als 0. So, zack, ha! Das bleibt übrig. Okay? Also, das ist die Gleichung. So, jetzt gehe ich wieder hier hin. Also, ich hab es mir erspart, das hätten wir jetzt alles von Hand rechnen können, das habe ich mir jetzt erspart und stelle fest, dass wenn wir das da oben in die Gleichung, wie haben wir sie genannt, 6.1 einsetzen, ja, dann kriegen wir eben raus, dass wir haben jetzt noch die Funktion f, so, das, was wir hier drin stehen haben, ist ja Eta, ne? Also die Funktion f von Eta mal diese zwei Striche heißt die zweite Ableitung. Also wir haben jetzt hier plötzlich eine gewöhnliche Differentialgleichung zu stehen.
und das ist gleich 0. Also diese gewöhnliche Differentialgleichung. Ja, das ist jetzt, okay, DGL, sie ist jetzt dritter Ordnung natürlich. Das heißt, wir brauchen für diese Differentialgleichung, wollen wir jetzt lösen. Wenn wir sie lösen wollen, dann brauchen wir Anfangsbedingungen. Wie viele Anfangsbedingungen brauchen wir? Entschuldigung, Randbedingungen. Das ist ja keine in der Zeit. Wie viele Randbedingungen brauchen wir? Drei Randbedingungen, genau. Soll ich das größer machen? Könnt ihr ein bisschen lesen? Gehen gleich nochmal. Vielleicht kann ich dann besser schreiben. Okay, also wir brauchen irgendwelche Annahmen dazu. Ja? So, und wir müssen uns jetzt, das kommt ja alles aus der Geschwindigkeit raus. Also, diese Differentialgleichung hier, das soll übrigens immer noch ein Eta sein, beschreibt ja letzten Endes die Geschwindigkeit. Ja? Also heißt also, wir müssen unsere Geschwindigkeitsrandbedingungen herannehmen. Also an der Wand wissen wir, dass U1 0 ist und U2 ist auch 0. Also U2 ist sowieso 0, weil keine Penetration. U1 ist für diese Theorie hier auch 0 und das ist eine relativ gute Näherung. So, also das sind schon mal zwei Randbedingungen, die wir verwenden können. Dann, was wissen wir über die Geschwindigkeit unendlich weit von der Wand weg? Die Geschwindigkeit unendlich weit von der Wand weg ist unendlich. Oder, nee, habe ich Sie falsch verstanden? Ist U unendlich? Ach so, ja, genau. Ja, nee, gut, dann ich habe Sie akustisch falsch verstanden, Entschuldigung. Ja, also, im Unendlichen ist die also das heißt für x2, ja, wenn x2, das bedeutet Quatsch, x2 unendlich weit, wenn wir auf x2 uns unendlich weit wegbewegen, dann ist u1 gleich u unendlich. So, das müssen wir jetzt da irgendwie mit einbauen. Also was ist denn jetzt eigentlich u1? u1 ist ja d nach d, ja gut, ich habe es immer partiell geschrieben, dann tue ich es jetzt auch. Hey. D nach dx2 von Psi x1 und x2. Okay, das Ganze können wir also wenn wir jetzt faul sind, können wir die ganze Zeit Mathematiker verwenden. Ich glaube, das machen wir heute mal, damit wir sehen, dass das irgendwie cool ist. Zeichenansicht. Okay, vielleicht lasse ich es klein. Also, wir können ja ausrechnen. Also ich glaube, ich habe das sogar irgendwie vorbereitet. Also, was wollen wir wissen? Wir wollen U1 ist die. Hier die Ableitung, also in Klammern, U1, ja, ist ja, das irgendwie, ist ja einfach Partial Derivative, so, nach x2, was jetzt y ist,
von Psi x und y. So, und dann kommt eben diese Sache hier raus. Es wäre irgendwie, stelle ich gerade fest, okay, das ist beim Faulsein irgendwie der Nachteil. So, ist unendlich mal, und letzten Endes kommt raus, dass es u unendlich mal f', ja, von Eta. So, das Gleiche können wir hier für falsche Maus. Okay, eigentlich sollte man solche Dinge in der Vorlesung immer als gutes Beispiel immer von Hand machen. Das war jetzt U2. Das war jetzt U2, genau, Moment. Also das wäre Sternchen nach Sternchen U2. Also. Nur mal um zu demonstrieren, was an, also U2 ist minus d del nach dx1 psi von x1 x2, und was jetzt hier rauskommt ist, okay, eine Abhängigkeit sowohl von f selbst als auch von der Ableitung von f, also von f'. Wir sehen, es kommt ein halb, ich hätte das ehrlich gesagt noch ein bisschen anders vereinfacht, als es hier steht. Ich hätte gesagt, das ist ein halb Wurzel mu u unendlich durch x1 mal f plus nü mal sehen, ich schreibe es mal hier ab und dann gehen wir nachher gucken, ob ich es richtig abgeschrieben habe. Mal f' ja, okay, also nee, ich meine, das hat nicht gestimmt. Entschuldigung, wir müssen es hier abschreiben. Also das ist einfach x2 mal u unendlich durch 2x1 mal f'. Okay? So, wenn wir wollen, können wir da noch die Abhängigkeit von Eta dazugeben. So, jetzt stimmt es hoffentlich. Es fehlt das Minus. Es fehlt das Minus hier. Hier ist ein Minus, ne? Bei mir fehlt ein Minus auch. Okay, also das müssen wir jetzt umsetzen. Die erste Bedingung, U1, also wir suchen ja nach unseren Randbedingungen, U1 an der Stelle, an irgendeiner Stelle x1 und an der Stelle 0, also in der Höhe 0, das soll ja 0 sein. Und das wäre eben dann der Fall, weil U0 konstant ist und nie 0 ist, würde das sein, dass f' von 0, dass das 0 sein muss. Das ist die erste Bedingung. Die zweite Bedingung ist die Unendlich-Bedingung. Es ist U1 von x1 nach unendlich, das soll u unendlich sein, und das impliziert, dass f'
von unendlich muss 1 sein. Ja? So, und dann fehlt noch U2. X. Warum muss f' von unendlich gleich 1 sein? Ja, weil f, also weil U1 U unendlich mal f' ist. Ah. Ja? Deswegen muss das dann noch übrig bleiben. Also wir haben es ja extra indimensionalisiert. Ja? U2 an der Stelle 0. So, U2 an der Stelle 0 ist auch 0. Und wenn das an der Stelle 0, 0 sein muss, also wir haben jetzt schon festgestellt, an der Stelle 0 ist f' 0. Ja? So, und der ganze andere, das ganze andere Zeug, das nü, u unendlich und x, x1, die sind alle nicht 0, ja, deswegen muss dann f von Eta, Entschuldigung, nicht f von Eta, sondern f von 0, muss dann ebenfalls 0 sein. Okay, und diese Sache wollen wir jetzt lösen. Dazu, irgendwas piept wieder, also dazu gehen wir jetzt nochmal hier rüber. Ich bin jetzt mal so faul und nimm diese Gleichung einfach, oder nein, ich speichere sie hierin ab, machen wir es so. Also ich mache hier, das ist die Blasius Equation, nennen wir sie einfach mal so. Und die würde ich jetzt gerne abspeichern, aber ich würde gerne diesen ganzen Kladderadatsch, der hier steht, ja, den würde ich gerne ersetzen. Das heißt, ich mache hier hinten eine Ersetzung, ersetze das einfach durch Eta. So, mal sehen, ob das klappt. Genau, so. Also das ist dann meine Gleichung. Ja, also Strich hinter, Ersetzung, Substitution, ja, ersetzt dieses, das, was hier im Argument steht, ersetzt er durch Eta. Dadurch habe ich hier die einfachere Gleichung. So, und diese Gleichung, die will ich jetzt lösen. Was man dazu halt wissen muss, ist, dass diese Gleichung keine analytische Lösung hat. Ja, ist ein bisschen kompliziert, weil es eben eine nichtlineare Differentialgleichung ist, weil hier zwei Dinge miteinander multipliziert werden, kann man die nicht direkt lösen, sondern man muss sie halt numerisch lösen, aber das kann man ja, also das ist natürlich auch der Grund, warum ich jetzt erstmal überhaupt auf den Computer umgestiegen bin, weil spätestens an der Stelle würden wir stecken bleiben. Also das müssen wir jetzt lösen, aber wir machen es uns relativ einfach und wir benutzen einfach die Lösungsfunktionen, die hier schon drin sind. Wir haben das Ding jetzt Blasius irgendwas genannt. So, und hier, also hier müssen wir es gibt jetzt diese Funktion ndSolve, das löst numerisch Differentialgleichungen, setzt voraus, dass wir hier die Anfangsbedingungen vorgeben. Also die eine Anfangsbedingung ist, dass f an der Stelle 0, das ist 0, ich schreibe es jetzt gerade das letzte als erstes hin, f, das können wir übrigens, weil das jetzt eine gewöhnliche Differentialgleichung ist, können wir das einfach mit diesem einem Hochkomma schreiben, f von 0, also die Ableitung davon ist auch 0. Und jetzt haben wir ein Problem, weil wir müssen jetzt eine Sache machen, die in Mathematica tatsächlich nicht geht. Also wir müssten ja theoretisch sagen, dass f' an der Stelle unendlich 1 ist. Aber das kann man numerisch nicht so implementieren. Da muss man sich überlegen, was bedeutet das eigentlich. Also unsere Grenzschicht, ja, die geht so langsam in das unendlich über. Das heißt also, wir müssen uns jetzt nur eine Höhe suchen, ja, und wir haben sozusagen normiert mit Delta. Also eine Grenzschichthöhe ist eigentlich 1, was immer wir als Grenzschicht bezeichnen.
Jetzt müssen wir uns halt für das Unendlich irgendeine große Zahl raussuchen. So, ich nehme jetzt irgendwelche Vorschläge entgegen. Welche Zahl ist Ihnen groß genug? Was verstehen Sie unter einer großen Zahl? 100.000. Also, das ist 10 hoch 5, ne? Also 10 hoch 5 und da ist es dann 1, genau. So, jetzt müssen wir das Ganze lösen über irgendwie Eta. Irgendwas fehlt noch, meins, ja. Genau, ich muss sagen, was ich eigentlich löse. F von Eta. So, und wir starten jetzt mit Eta bei 0 und gehen zu 20. So, was hier jetzt rauskommt, ist eine Interpolationsfunktion. Diese Interpolationsfunktion, das ist erstmal irgendwie abspeichern, glaube ich, vielleicht besser sonst save as. Was machen wir gerade? Wir machen Blasius, ne? So, diese Interpolation, diese Funktion f, die können wir uns jetzt auch angucken. Es ist, Interpolationsfunktionen zu plotten, ist immer ein bisschen blöd, ehrlich gesagt, weil da kann man nicht einfach sagen, plotte die Funktion, sondern man muss erst die Funktion definieren oder vorgeben und sie dann substituieren durch die Lösung. Okay, damit will ich Sie jetzt nicht so sehr aufhalten. Wir nehmen auch die erste Lösung da drin. Genau, und wir gehen was wir plotten, ist über Eta von 0 bis, wie lange haben wir gerechnet? 20, okay. Wahrscheinlich nicht. Das liegt so ein kleines bisschen daran, dass der die immer irgendwie automatisch da generiert. So, also das ist jetzt f. So sieht das aus. Jetzt die Frage, ist f das, was wir wollen? Also genau genommen wollen wir ja die Geschwindigkeit haben. Ja, jetzt müssen wir wieder dahin zurückkehren, was wir eigentlich hier hatten. Vielleicht sollten wir das da mal so machen. Also wo hatte ich hier diese Dinge? Genau, ich könnte ja hier das hier umbenennen als, also ich könnte das ja mal wirklich implementieren, U1 von x und y ist gleich das hier. Und U2 von x und y ist gleich das hier. Okay. Dann könnte ich jetzt auch mir tatsächlich angucken, wie Ux überhaupt aussieht. Also Plot Plot U1, also U1 ist unser Ux von x und y, von y müssen wir uns jetzt irgendwas vorgeben, ne? Y ist 1. So, wir müssen uns unsere Lösung vorgeben. Mal sehen, in der Funktion taucht ja noch ein f in der Funktion u1. Also, wenn wir das so auswerten, ich mache das mal kurz hier unten drunter.
is not a valid variable. What have I done? Ach so, weil er danach ab, weil er danach ableitet, meint, dann muss ich das, glaube ich, ein bisschen anders machen. Wenn wir, kommt der Y noch drin vor? Okay, ich mach mal was Bösartiges hier. Ich belasse mal Y als Variable. Das Y. Nee. Okay, also das wäre diese Funktion, die müsste ich mal sehen, wie kriege ich die jetzt geplottet? Indem ich ich müsste jetzt hier einige Ersetzungen machen. Ich müsste zunächst mal sagen, dass U Infinity, sage ich mal, ist 1. Ups, das darf ich überhaupt nicht, ich muss das so machen. U Infinity ist 1. Nü, sage ich, ist auch 1. For whatever reason, Y ist, nein, ich plotte es über Y, genau. Und ich sage, nein, genau, das tue ich nicht, sondern ich sage, Y ist 0,99, irgendwas Hohes, und also das ist die, irgendwie rede ich mich gerade um Kopf und Kragen, glaube ich. Okay, Entschuldigung. Wir machen es ein bisschen anders. Wir wollen, ich hatte heute mal wieder keine Zeit, mich gescheit vorzubereiten. Sorry. Okay, was uns eigentlich, also wir wollen ja wissen, wie unsere Geschwindigkeit aussieht, ja? Und wir haben schon quasi gesehen, wo war unsere Geschwindigkeit? Das hier ist unsere, also wir haben die Geschwindigkeit einerseits u unendlich f Ableitung von Eta, ja? Und wir haben die, das ist die Geschwindigkeit U1 und wir haben die Geschwindigkeit U2. Die sieht quasi so aus. So, jetzt gucken wir uns quasi den Fall an, dass diese Vorfaktoren hier eben entsprechend 1 sind. So, dazu muss ich ein bisschen was nochmal implementieren, nämlich, genau. Also vergessen wir das mal für den Moment. Wir machen, ja, Entschuldigung. Ups, entfernen. Also, wir haben die Funktion, sag mal, ff, ja, die definiere ich als die Funktion selbst, f von Eta, mit unserer Solution. Da sollte jetzt eine Interpolationsfunktion, Die Solution kommt immer als Liste raus. Aus der Liste nehme ich das erste Element. Das ist besser. Genau, das macht mir wahrscheinlich meine Probleme. Das ist jetzt die Funktion selbst. Und die Ableitung der Funktion, nennen wir sie mal df oder dff,
Ja, die ist ja Partial Derivative. Jetzt die Ableitung nach Eta. Und das ist wieder die Funktion f von Eta mit Solution 1. Also das heißt, ich nehme jetzt diese Interpolationsfunktion und leite sie nochmal ab. Ja? Weil wir die ja brauchen, um die Geschwindigkeit auszurechnen. So, und das können wir jetzt uns dann angucken. Das wäre dann Plot einmal die Geschwindigkeit U1 ist ja, wenn wir das UD weglassen, wäre das einfach DF, das wäre die Geschwindigkeit 1 und die Geschwindigkeit 2 wäre 1/2 mal Eta, was ist los? Mal Eta, mal df minus ff. So, das Ganze müssen wir in Klammern setzen und als Liste plotten. Wir plotten das von Eta 0 bis, sagen wir, 10, whatever. Und wir geben der ganzen Sache noch irgendwelchen Plot, Legends, Plot Legends, zuck. Also noch dazu sagen, was jetzt was ist. Nicht so U1 durch, also weil wir haben ja jetzt kein U unendlich vorgegeben, deswegen plotten wir U durch U unendlich. Das soll ein Titel sein. U1 und das zweite ist U2. Und ich mache noch ein Axis-Label dazu. Axis-Label, falsch geschrieben. Axis-Label. Und den nenne ich Eta. Also, weil wir plotten ja über Eta. So. Und wir kriegen nichts. Warum nichts? Weil es nicht df ist, sondern dff. Deswegen kriegen wir nichts. So sieht die Sache dann aus. Okay, also wir stellen fest, das Blaue ist die Form der ersten Geschwindigkeit, also der parallelen Geschwindigkeit, und wir sehen gleichzeitig auch, dass die zweite Geschwindigkeit hier mit ansteigt. Okay, mal sehen, ob ich das kopieren kann. Nee, kann ich nicht, habe ich das letzte Mal schon geguckt. Copy Graphics. Einfügen. Und das hier muss ich, glaube ich, separat machen. Das ist irgendwie blöd, oder? Copy as. Also manchmal ist das ein bisschen blöd, oder? Das kann man nicht als Grafik kopieren, weil das Text ist. Ja, klasse. Und die Frage noch. Ja. Wir haben jetzt DFF geplottet. Und 1/2 mal Eta mal DFF minus FF. Warum haben wir genau diese beiden Sachen geplottet? Also wie kommen wir jetzt darauf, dass wir genau diese Sachen plotten? Ja, ich muss, glaube ich, noch ein bisschen hier zurück zur ähm,
so dieser, mal sehen, jetzt habe ich mich, ich habe mich gerade etwas verzettelt. Warum wir da drauf kommen, okay. Wir gucken uns, also was ist die, was ist das, das ist sozusagen Ihre Frage, wie kommen wir, wieso ist das hier U2? Ja? U2, also U2 ist das hier und Eta ist, also Eta nochmal zurück, ist x2 u unendlich durch nü x1. So, das heißt, das ist das heißt, wir können das hier quasi umschreiben, also ux2 ist minus d, also machen wir es mal hier die ganze ausgiebig, ja? Also dieses Ding ist, wenn wir es diese Ableitung ausführen, dann kommt das 1/2 nü u unendlich durch x f plus x nü u unendlich f. So, und dann kommt hier nochmal die Ableitung d nach dx, sozusagen die Kettenregel. x1, also Sie leiten einmal das Äußere ab und dann leiten Sie es nochmal das Eta ab. Weil Sie leiten ja f nach Eta ab und nicht nach x2. Ja? Oder nicht nach x1, Entschuldigung, nicht nach x1. So, u unendlich nü x1. Das wird zu einem minus 1/2 nü u unendlich durch x1 f minus u unendlich x2 durch 2x1 f. Und jetzt kann ich hiervon vorklammern minus 1/2 nü u unendlich durch x1 f minus x2 u unendlich durch nü x1 f. So, und das Ganze war jetzt hoffentlich Eta. Entschuldigung für das Hochgehen. Also das da oben ist hier Eta. Unendlich durch nü x1 mal x2. Also das da ist Eta. Also das heißt, ich habe jetzt quasi ja geplottet. Das 1/2 habe ich sozusagen mitgenommen, ja, das nü u Delta u x Quadrat durch Delta x, das habe ich weggelassen, weil wir das, ja gut, insofern gesehen, also weil wir es sozusagen auf 1 gesetzt haben, ja, also sozusagen hier unter der Annahme, dass nü gleich 1 ist und x1 gleich 1 ist. Ja, so, dann kommt diese Struktur hier raus. Wir, ähm,
Eine Sache, die uns, mal sehen, ich bin hier immer irgendwie verwirrt, bis wann geht die Vorlesung? Bis eigentlich noch 7 Minuten, oder? Ja. Ja, gut. Dann machen wir jetzt noch kurz diesen einen Teil hier zu Ende. Also, wir sehen ja, dass die, das war Ihre Frage vom letzten Mal ganz am Anfang, ist x2, ist die Geschwindigkeit 2, ist sie 0? Nein, sie ist nicht 0, sondern es ist ja was an Geschwindigkeit da, und das kommt daher, dass sich die Grenzschicht ja verlangsamt, ja, und von vorne immer mehr nachkommt, und deswegen weil wir gesagt haben, dass wir Divergenzfreiheit haben, muss ich eben die Strömung nach oben hin abheben. Ja? Und das ist die Verdrängung der, bezeichnen wir als die Verdrängung der Grenzschicht. Also die Verdrängung der Grenzschicht, so, die kommt eben dadurch zustande, dass die Verlangsamung, gerade erwähnt, des Fluids in der Grenzschicht muss zu einer Ausweichung, einer Ausweichbewegung von der Oberfläche wegführen. Also, das heißt, wir haben jetzt dieses Ux2, ja? Und dieses Ux2, von dem können wir jetzt quasi aussagen, wo das quasi hingeht. Also sagen wir, ja, wir haben hier irgendwie diese Geschichte, wir haben diese ansteigende Wir haben hier ein sozusagen ein zu verdrängendes Volumen, und das Ganze führt dazu, dass hier die Geschwindigkeit bis nach oben, dass das Ganze nach oben irgendwie ausweicht. So, und das bedeutet, letzten Endes weicht die Strömung überall nach oben aus. Also das heißt, wenn Sie sich aus der Grenzschicht hinaus bewegen, dann sind sie immer noch, dann weicht die Strömung immer noch weiter nach oben hin aus. Ja? Das können wir dadurch sehen, dass wir, wenn wir diese Gleichung uns hier angucken, wenn wir hier Eta gleich unendlich einsetzen, also uns unendlich weit von der Oberfläche entfernt bewegen, ja, dann können wir, also wir können das, wir haben es ja hergeleitet, können hier in dieses Ding hier nehmen und können sagen, Eta ersetzen durch, darf ich Infinity hier einsetzen? Bin mir nicht ganz sicher, ob ich das darf. Let's see, nein, es ist okay, darf ich nicht, weil das ist eine Interpolationsfunktion. Also machen wir mal irgendwas Großes. Dann kriegen wir das Falsche raus. Dann kriegen wir das Falsche raus.
1,72. Also gucke ich das falsch aus. Habe ich irgendwo. Das habe ich irgendwo ausgerechnet. Okay, ich habe heute irgendwie mal wieder ein super Glück. Also für dieses Ding hier, Moment, habe ich das Ganze mit Eta multipliziert. Moment, Eta F minus, doch hatte ich eigentlich schon. 1,7. Ah ja, doch, stimmt doch, Entschuldigung. Es stimmt, weil. Ja, Entschuldigung, ich bin etwas. Also dieses Ding hier vorne, weil das ein halb. Dieses hier zusammen, beziehungsweise, schreiben wir es mal unten hin, damit es etwas ordentlicher ist. Also schreiben wir es nochmal unten hin, ux2, also dieses ist ja Wurzel μ, das sind die einheitenbehafteten Dinge x2 und ein halb davor, ja, ein halb, genau, ich hatte dieses ein halb vergessen, minus f von eta plus eta Ableitung f, so, und dieses hier ist 1,7208, das ist auch jetzt 209, ja, also ich kann hier nicht unendlich einsetzen, ich muss hier irgendwas anderes einsetzen als unendlich. Gut, das bedeutet also, das ist letzten Endes die Geschwindigkeit, ja, mit der wir hier quasi abheben. Ich sollte trotz alledem Eine kleine Sache, die ich gerade übersprungen habe und die irgendwie total blöd ist, wenn wir die jetzt hier vergessen. Deswegen schreibe ich sie jetzt noch hin. Also die Grenzschichtdicke. Uns interessiert ja auch, wie dick ist die Grenzschicht. Ich meine, deswegen haben wir das Ganze gemacht. Die Grenzschichtdicke. Die kann man unterschiedlich definieren. Es gibt noch eine andere Definition, die mache ich vielleicht nächstes Mal nochmal am Anfang zu Ende, damit wir dieses Thema hier zu Ende haben. Aber es gibt zum Beispiel üblicherweise ist eine Definition U1 von Delta 99, das sind sozusagen 99%, also das sind 99% von U0, das heißt also, das wäre die Stelle, das werde ich jetzt, weil wir schon über der Zeit sind, Mathematiker nicht fragen, aber trotzdem, also die Stelle, an der dass Delta 99 U unendlich durch μ x1 ist, also die Stelle, an der wir sozusagen, das hier ist ja die Funktion, die 1 ist, wenn wir im Unendlichen sind. Ja, und wenn die 0,99 ist, dann sind wir an der Grenze. Dann definieren wir, dass das D99 ist. Und dieses D99 mal U unendlich durch μ x1 kriegt man raus an der Stelle 5. Das bedeutet, dass Delta 99 ist so ungefähr 5 mal nü x1 durch u unendlich. Also so dick ist quasi die Grenzfläche. So, und dann gibt es noch eine andere Definition von Grenzfläche, die etwas physikalisch sinnvoller ist, aber die machen wir dann
jetzt heute nicht mehr. Okay, 2 Minuten überzogen.